Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Trader. Herzlich willkommen zum Webinar täglich neue Handelsideen präsentiert von Tikmill. Mein Name ist Mike Seidel und ich führe Sie wie jeden Morgen, wenn die Börse geöffnet ist, durch unser Webinar mit einigen meiner Ideen über die Blicke in die Charts an den Märkten. Ja, was war gestern los? Gestern war ein Tag der, ja, sage ich mal, verhaltenen Entwicklung an den Kapitalmärkten, die aktuelle charttechnische Situation vieler Charts, vieler großer Indizes schien die Anleger gestern nicht unbedingt positiv zu stimmen. Ich hatte das ja auch erwähnt, teilweise befinden sich die Indizes in sehr speziellen charttechnischen Situationen, wo einfach auch Entscheidungen antreten, wo wird es jetzt weitergehen, steigende Kurse, fallende Kurse, also wichtige Widerstandslevel, da werden wir morgen in unserem längeren Webinar auch noch einmal drauf eingehen, die Indizes hier auch näher zu beleuchten. Wir haben momentan auch etwas Unsicherheit an den Märkten. Der Syrien-Konflikt ist hinzugekommen. Das haben wir gestern auch beim Ölpreis gesehen. Wir hatten ja gestern Nachmittag den Ölreport auch bekommen. Da war es so, dass die Märkte sehr gut mit Öl versorgt sind. Die Lagerbestände sind angestiegen. Alles im Allen also von der Seite her Nachrichten, die nicht unbedingt für steigende Kurse sprechen sollten, aber nichtsdestotrotz die Unsicherheit über den Syrien-Konflikt hat dazu geführt, dass der Ölpreis doch sehr stark angestiegen sind. Wir sprechen jetzt schon den dritten Tag in Folge, auch in der Einleitung über den Ölpreis. Also Sie merken, da ist einiges an Bewegung drin. Ich schaue gerade mal nach. Gestern im Handelsverlauf konnte der Ölpreis für Infass WTI um über 2% zulegen und hat vom Prinzip her hier auch die Marke von 67 US-Dollar überschritten und damit auch das Hoch, was wir im Januar hatten. Also hier ist viel Dynamik in den Märkten drin, getrieben etwas durch ja wahrscheinlich Angst, was jetzt im Syrien-Konflikt passieren kann. Das haben wir dann gestern auch gesehen, das Geld, was aus den Aktienmärkten rausgeflossen ist, floss dann auch in die etwas sichereren Häfen. Die Anleihen sind etwas angestiegen, der Goldpreis konnte ansteigen und der Silberpreis hat davon auch etwas profitiert. Den Silberpreis habe ich heute auch in die Handelsideen mit aufgenommen. Von der Seite her gehen wir dann gleich einmal rüber, aber wie immer, wir beginnen zuerst mit dem kleinen Risikohinweis und dann schauen wir einmal auf die Tagesnachrichten für den heutigen Handelstag, weil wir wissen, Nachrichten können Preise bewegen. Zum Risikohinweis, wie jedes Mal, der Handel mit Forex und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr eingesetztes Kapital zu verlieren. Das bitte ich Sie wie immer auch an dieser Stelle zur Kenntnis zu nehmen. Und noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Es ist jetzt so, wenn Sie sich den Tikmill-Blog auch auf der Website anschauen, das können Sie ja regelmäßig auch machen, das gerne auch Ihren Freunden und Verwandten, die sich für den Handel von Forex beziehungsweise Kryptowährungen, Anleihen sozusagen interessieren, auch weiterleiten meine Handelsideen. Die stehen hier im Blog auf Tikmill und seit gestern haben wir es auch gepackt, das Ganze auf YouTube zu stellen. Das heißt, wenn Sie in die Handelsideen auch hineinschauen, werden Sie hier zum einen immer die Handelsideen für den aktuellen Tag finden und am Ende dann eine Videozusammenfassung, das heißt die Dinge, die ich hier mit Ihnen zusammen live auch morgens auf Facebook gegen 9 Uhr bespreche, sind dann immer wieder abrufbar. Zum einen natürlich in Facebook, aber für all diejenigen, die sich diese Dinge gerne auch auf der Website oder in YouTube, auf dem YouTube-Kanal anschauen, hier haben wir es jetzt für Sie drin. Ich stelle es jeden Morgen rein, das aktualisiert sich ganz automatisch und damit haben Sie immer auch Zugriff ohne weiteres auf die entsprechenden Signale bzw. Videos, die wir hier jeden Tag miteinander auch besprechen. Also Sie sehen, es geht da weiter und an dieser Stelle auch herzlich willkommen an all diejenigen Zuschauer, die uns in Zukunft auch über den YouTube-Kanal begleiten werden. So, nun zurück zu den Tagesnachrichten für heute. Vorbereitet habe ich wie immer nach Relevanzen die wichtigsten Themen vorab. Ganz stark in Rot gekennzeichnet. Um 13.30 Uhr veröffentlicht die EZB den Bericht des geldpolitischen Treffens. Sowas hat immer Brisanz, da wartet der Markt drauf. Das kann starke Bewegung geben, das kann starke Bewegung im Euro geben, auch in den Indizes. Also hier ein Zeitpunkt, bitte unbedingt auch merken. Und am späteren Abend spricht noch Governor
Garney von der Bank of England. Auch da interessante Dinge zu erwarten, die die Märkte definitiv auch beeinflussen können. Das allerdings deutlich nach Marktschluss an den europäischen Märkten. Der US-Markt könnte davon noch reagieren, aber ich denke, die richtige Reaktion werden wir dann am morgigen Handelstag dann definitiv auch sehen, wenn das große Geld vom Prinzip her auch wieder an den Märkten aktiv wird. Was gibt es sonst noch? Um 11 Uhr die Industrieproduktion ist auch immer ein wichtiges Thema. Von der Seite her 11 Uhr mit auf der Uhr haben. Und am Nachmittag gibt es dann noch einige interessante Nachrichten, beispielsweise vom OPEC-Monatsbericht um 13.20 Uhr aus den USA. Dann gibt es am Nachmittag noch eine Rede seitens der EZB um 14.15 Uhr. Und dann gibt es in den USA um 14.30 Uhr Nachrichten um die Exportpreise, die Importpreise und zum Thema Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Und um 18 Uhr spricht dann der Bundesbankpräsident Herr Weidmann. Also auch das kann entsprechend Informationen liefern, die die Märkte bewegen. Das allerdings auch nach Börsenschluss hier in Deutschland. Und am späten Abend um 23 Uhr deutscher Zeit spricht nochmal ein FOMC-Mitglied, und zwar der Herr Kaschkai. Also alles in allem ein Tag mit einigen Nachrichten, die Brisanz versprechen, die auch den Handel nicht unbedingt langweilig werden lassen. Und mit dieser Überleitung möchte ich dann auch direkt in die Charts auch übergehen. Ich hatte es besprochen, im heutigen Blog-Eintrag geht es um Gold bzw. um das Silber, um US-Dollar und polnischen Zloty sowie US-Dollar und die schwedische Krone. Und Sie sehen es hier, ich habe für Sie die Vorbereitung auch direkt gestartet mit dem Silberpreis. Wir hatten den Silberpreis ja vor einigen Tagen schon einmal besprochen, als der Markt hier unten in diesen Bereichen diese Unterstützung hineingelaufen ist und das Setup gespielt hat, abzuprallen und nach oben hin zu laufen. Sie sehen, es ist auch so gekommen. Der Markt hat genau dieses Szenario gespielt. Das weiß man ja vorher nie, was kommt. Deswegen sind diese Unterstützungen bzw. Widerstände auch immer so spannende Bereiche im Trading, weil dort Bewegung entstehen kann, egal in welche Richtung. Man muss einfach nur abwarten, was der Markt spielt und sich dem Ganzen entsprechend anschließt. So, und jetzt hatten wir hier gestern, Sie sehen es, diese Kerze ist stark aufgrund der Unsicherheiten getrieben auch in den Widerstandsbereich hier oben reingelaufen, also auch den Zielbereich dieser oberen Bewegung erreicht, in diesem oberen Bereich wieder rangekommen, und danach hat er schon stark wieder abverkauft. Und an dieser Stelle bietet sich jetzt hier ein Bild mit zwei verschiedenen Möglichkeiten auch wieder, wie ich es jetzt skizziert habe. Entweder der Markt ist jetzt hier nur in seiner Korrektur, wir schauen auch gleich nochmal in den Stundenchart, um das Ganze etwas näher zu beleuchten, und dann können wir vom Prinzip her hier Stück für Stück nach oben laufen, wenn der Markt noch einmal an Stärke zunimmt. Das wäre dann das Szenario, also noch einmal in diesen Bereich hier rein. Kommt es dann zum Bruch, kann es durchaus auch in die weiteren Widerstandsbereiche gehen. Einmal hier oben um die 17,10 Dollar, dann hier oben der Bereich um die 17,30 Dollar, 40 und hier oben der Bereich um die 17,50 Dollar mal so als Marken hineingesetzt, wenn der Markt doch tatsächlich nach oben hinauslaufen sollte. Wenn es zu einem, sage ich mal, Szenario kommt, wo der Markt auch wieder abbricht. Klar, wir sind jetzt schon ein ganzes Stückchen weit oben runter gelaufen, aber da gibt es das Potenzial vom Prinzip her hier unter die Tiefs entsprechend Stück für Stück weiter mit nach unten zu laufen. Also da ist auch noch einiges an Wegstrecke nach unten, auch wenn der Markt schon ein Stück weit zurückgekommen ist. Dafür haben Sie dann Ihre Handelsszenarien, wo Sie entsprechend hier in den Märkten aktiv sein können. Und ich hatte es ja gerade besprochen mit Ihnen, wir schauen ja mal kurz in den Stundentrend hinein, was hier los ist, und im Stunden Chart sehen wir, dass dieser starke Move hier gestern in den letzten Handelsstunden um 15, 16 und 17 Uhr gekommen ist, um dann nach unten rumzudrehen, am Abend dann diese Korrektur hier auch zu machen. Das heißt, das, was wir hier momentan sehen, ist eine Korrektur innerhalb des Aufwärtstrends in der Stunde. Sie sehen es, hier ist mal schön ersichtlich der entsprechende Aufwärtstrend, der uns von der Unterseite zur Oberseite auch gebracht hat. Jetzt ist er hier stark in Korrektur gelaufen, auch an das letzte Ausbruchslevel heran. Und das, was jetzt hier entsprechend auch passieren kann, ist, dass der Markt sagt, okay, wir nehmen jetzt hier einfach mal
das so zur Kenntnis, wie es ist. Wir haben hier eine schöne tiefe Korrektur, wunderbar für den Trendhandel nach oben und steigen nach oben hinein. Da gibt es dann vom Prinzip her die Situationen, dass der Markt schön nach oben läuft. Das heißt, für das kurzfristige Trading, wenn der Markt hier wieder nach oben läuft, gibt es dann auch Punkte im Markt, die auch schon sichtlich sind, diese trendbewegenden Linien. Hier, ich zeichne Ihnen das mal ganz kurz ein, wo der Markt dann ohne weiteres, in welche Richtung er auch laufen kann. Das heißt, das werden mal kurzfristig auch Anlaufmarken für den kurzfristigen Handel, wenn der Markt das Szenario auch nach oben hin spielt. Sie sehen es auch nach unten hin, ist innerhalb dieses Aufwärtstrends noch etwas Luft. Das heißt, der Markt kann noch stückchenweise korrigieren bis hier unten um die 16,52 Dollar in diesem Bereich hier rein. Und dann werden wir hier sehen, was der Markt entsprechend macht. Bricht er das gesamte Niveau? Ganz klar, dann setzt sich hier der Abwärtstrend nach unten fort. Es läuft tiefer in diese Bereiche rein. Das wäre dann das Szenario, dass der Markt eher wieder in Richtung der Märkte nach unten geht. Und dann haben wir entsprechend die wichtigen Punkte hier innerhalb dieses Trends auch auf Anlaufpunkte. Das heißt, wir können hier sehen, wer verkauft entsprechend nach uns. Und das wären dann selbstverständlich mal wenigstens hier die Punkte der Korrekturtiefs dieses Trends. Das heißt, bei um die 16,54, 16,40, dann haben wir hier unten diesen Widerstandsbereich um die 16,30 Dollar und hier dann die 16,25, bevor wir dann wieder unten angekommen sind. Also zwei wahrscheinliche Szenarien. Eines von beiden wird der Markt möglicherweise spielen, oder er macht das ganz Verrückte. Er spielt gar keins dieser Szenarien und läuft einfach seitwärts. Wir warten ab. Das ist das Schöne. Wir können die Märkte hier einfach scannen und überprüfen, was passieren kann. Und dann, wenn der Markt etwas spielt, spielen wir einfach mit. Schauen wir nun zum nächsten, und zwar US-Dollar. Polnischer Zloty. Auch den schauen wir uns im Tageschart und im Stundenchart einmal an. So, oben die Stunde ganz genau und unten den Tag. Die Handelsidee kommt hier wieder einmal ganz klar aus dem Tageschart heraus. Warten Sie, das ist der falsche Chart. So, ich habe das vorhin hier oben auch gekennzeichnet, die ganze Vorbereitung. Also, was haben wir hier momentan im Tageschart ersichtlich? Sie sehen es, hier haben wir um die Kurse von 3,37352 in diesem Bereich haben wir einen Unterstützungsbereich. Und in diesem Unterstützungsbereich hat der Markt schon mehrmals gedreht, um in die Höhe nach oben zu laufen. Und dieses Szenario haben wir momentan wieder. Wir sind innerhalb dieses Bereiches angekommen, beziehungsweise an diesem Bereich. Sie sehen es gestern, diese Tageskerze hier von gestern, diese rote, hat in ihrem Tief die Unterkante auch schon berührt. Und dann hat der Markt wieder nach oben gedreht, um hier wieder leicht abzuprallen. Und das ist das Schöne an diesen Bereichen, ist, wir haben wie immer diese zwei Dinge auch definitiv am Markt möglich. Das heißt, der Markt kann brechen, was er bis jetzt noch nicht gemacht hat. Er hat immer wieder rumgedreht. Dann wird ein Szenario opportun, dass der Markt hier unten in diese diese Unterstützungsbereiche um die 3,359, beziehungsweise hier unten haben wir dann die 3,328 und dann das Tief hier in diesem Bereich bei 3,308 liegen. Wenn der Markt allerdings kurzfristig nach oben laufen sollte, hier in diesen Bereich hinein, dann haben wir entsprechend etwas höher liegen, auf alle Fälle mal das Tageshoch vom gestrigen Tag um die 3,3907, gefolgt dann von den Hochs der Vortage, wie ich sie hier auch eingezeichnet habe, bei 3,41113 sowie 3,42473 und dann hier oben dieses Hoch bei 3,43623 liegen. Was passiert, wenn der Markt nach oben läuft? Schauen wir uns einen kleinen Augenblick mal im Stundentrend an. Ich sortiere das mal etwas kleiner für Sie, damit wir die alten Abpraller auch sehen. Schauen Sie mal, hier in diesem Bereich ist der Markt unten reingelaufen und hat dann einen Aufwärtstrend gebildet, um nach oben zu laufen. Das Gleiche ist auch hier hinten passiert. Schauen Sie, er ist hier reingelaufen, hat dann den Aufwärtstrend gebildet, und genau das ist ein Szenario, was jetzt hier auch wieder ersichtlich wird, wenn der Markt nach oben steigt. Das heißt, schauen Sie mal, was sich jetzt hier schon leicht andeutet. Wir haben jetzt schon leicht einen Weg nach unten. Wir haben zwar jetzt vom Prinzip her hier noch keinen Aufwärtstrend, weil diese trendige Bewegung hier, Sie sehen es im kleinen Bereich, auch noch nach unten läuft. Das heißt, wir müssen erst über diese Bereiche hier oben drüber. Aber wenn der Markt nach oben geht, dann sieht das vom Prinzip her so aus, dass sich dieser, sage ich mal, kleine untergeordnete
sage ich mal, Chartbereich hier insofern weiterentwickeln kann, dass wir einen Aufwärtstrend sehen und dann entsprechend nach oben laufen. Und das ist dann das Szenario, was den Abprall auch widerspiegelt, hier dann einen Aufwärtstrend zu bilden, die Kurse steigen und dann entsprechend in diese Bereiche wieder nach oben hin hinein. So sieht dann entsprechend auch die Abprall oder das Abprallszenario aus. So wird dann im Endeffekt im Chart das Bild hier auch gegeben. Wenn Sie Fragen dazu haben, schauen Sie sich und einfach mal im Chat um, stellen Sie Ihre Frage und dann kann ich auch direkt auf die Fragen für Sie mit antworten. Kommen wir nun zum Währungspaar US-Dollar, schwedische Krone. Auch hier wieder der Blick in den Tageschart hinein, beziehungsweise dann auch in den Stundenchart. Und zwar hier der Tageschart mal im Großen. Was sehen wir? Einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend. Die Kerze von gestern hat innerhalb der tiefen Korrektur 50% hat der Markt hier korrigiert, eine Umkehrkerze gebildet. Das hatte ich auch so markiert im Chat, beziehungsweise im Blog hatte ich auch darauf hingewiesen, diese Umkehrkerze, was passieren muss, dass der Markt das Ganze bestätigt. Und wir sehen es momentan, die Bestätigung ist auch schon da. Der Markt läuft hier schön nach oben an. Wir schauen gleich einmal in die Stunde, weil das ist das Interessante, was wir da sehen wollen. Wir haben hier sehr schön mittlerweile wieder einen Aufwärtstrend gebildet. Also das, was wir jetzt hier sehen, aktuell, ich zeichne es für Sie auch gleich mal ein, ist ein Aufwärtstrend im Markt. Das heißt, er läuft sehr, sehr schön nach oben und kann dann vom Prinzip her sich hier momentan auch etablieren. Der Aufwärtstrend ist gebildet und ja, momentan korrigiert er gerade etwas, aber das ist genau das Szenario. Wir haben hier entsprechend die Bestätigung der Kerze. Wir hatten ja das Hoch gestern bei dieser Kerze hier in diesem Bereich um die, wo haben wir es gehabt hier, um die 8,33, 3. Entschuldigung, 833, 533 in diesem markierten Bereich. Und das ist auch der Bereich, den wir hier in der Stunde mittlerweile auch überschritten hatten. Das heißt, das war hier irgendwo das Tageshoch von gestern, dann kam es zur Korrektur und der Stundentrend setzt sich jetzt auch sehr, sehr schön mit fort. Diejenigen, die sich jetzt nur diesen Stundentrend hier anschauen, die werden sagen, was erzählt denn der Herr Seidel hier? Wir haben ja hier den Trendverlauf auch noch nach unten gerichtet, massiv stark nach unten. Wir haben jetzt zwar hier schon einen Aufwärtstrend, aber der hat ja das Hoch dieses Trends noch gar nicht rausgenommen. Das ist in diesem Blick richtig. Wenn man sich das Ganze aber etwas ins Detail anschaut, in den Ausbildungen, die ich teilweise auch gebe, beziehungsweise auf der Messe, auf der WOT, hatte ich auch darauf hingewiesen, es gibt auch immer mal Situationen, da sind vom Prinzip her die massiven Kursschwünge nach unten nicht immer so einfach erkennbar innerhalb einer Zeiteinheit. Schaut man sich das Ganze mal beispielsweise hier im 15-Minuten-Chart an, dann hat man die Wahrscheinlichkeit, dass man den Trendverlauf hier auch sehen kann. Und schauen Sie, hier war einfach ein Punkt gegeben, da hat der Markt mal kurz innegehalten, korrigiert und lief wieder nach unten. Und dieser Punkt ist überschritten worden. Das heißt, der ist gebrochen worden. Das zeigt uns, die Wahrscheinlichkeit, dass die Märkte ansteigen, ist hier doch wesentlich deutlicher zu sehen, weil wir über diesen Punkt halt entsprechend auch drüber sind und hier im Markt vom Prinzip ja jetzt nach oben laufen. Wie schon gesagt, aktuell hier die Korrektur. Und Sie sehen es auch für all diejenigen, die sich den Stundentrend mal anschauen. In den 15 Minuten haben wir hier auch schön die Trends der Korrekturen und Bewegungen auch zu sehen. Und momentan läuft der Markt hier nach unten. Und wenn die 15 Minuten beispielsweise ihre Korrektur beendet haben und wieder rumdrehen, wäre das das Szenario, dass der Stundentrend wieder seine Bewegung auch aufnimmt. Und dann sehen wir das natürlich in der Stunde, dass der Markt wieder nach oben läuft. Momentan ist das Ganze noch nicht so tief korrigiert. Aber Sie sehen auch hier die nächsten Anlaufpunkte. Also hier, der Markt wird dann, wenn er weiter nach oben steigt, entsprechend erstmal über diesen Hochpunkt bei 8,35, 8,10 laufen, bevor es dann zu 8, 36, 6,5, geht und dann als nächstes in diesem Widerstandsbereich hier oben rein, um das Hoch der Korrektur hier runter bei 8,39, 8,84, dann über diesen Punkt laufen und wenn der Trend sich entsprechend auch fortsetzt, auch hier innerhalb dieser Bewegung an den Hochpunkt drüber laufen. Und wenn es stark bleibt, geht es natürlich auch noch weiter nach oben. Wir wissen ja nie, wie weit ein Trend auch laufen wird. Das heißt, schauen Sie mal, wenn wir hier angekommen sind, ist der Weg bis entsprechend hier zu diesem letzten Punkt, den wir hier oben haben bei 8,52, 3,24, auch gar nicht mehr so weit weg. Also wir haben hier doch einiges noch an Potenzial da. Was gespielt wird, wissen wir nicht. Aus diesem Grund schauen wir, was die Märkte machen. An dieser Stelle bin ich mit den
Sage ich mal, Chartbesprechungen für heute auch fertig. Im Chat sehe ich jetzt gerade keine weiteren Fragen. Ich sage auch nochmal danke für all diejenigen, die hier direkt auch live mit zugeschaut haben. Wünsche allen einen schönen Handelstag und verabschiede mich bis morgen. Morgen ist Freitag, da gibt es wieder das längere Webinar. Wir machen hier wieder eine Wochenvorschau. Das heißt, was gibt es an Nachrichten wichtigerseits für die nächste Handelswoche? Wir analysieren einmal die wichtigsten Indizes im großen Bild und dann werde ich, weil ich das diese Woche im Blog auch einmal hatte, über das Thema Widerstandslinien in sehr, sehr großen Zeiteinheiten sprechen. Wir hatten das ja bei einem Währungspaar diese Woche. Das beleuchten wir dann auch einfach noch einmal etwas näher, um auf die Aussagekraft von solcher Multi-Timeframe-Resistance-Lines zu sprechen. Also von der Seite her wünsche ich Ihnen einen, ja, angenehmen Handelstag und verabschiede mich bis morgen. Auf Wiedersehen, Ihr Mike Seidel.